Liebe Feuerwerkerinnen, liebe Feuerwerker, herzlich willkommen hier in meiner nicht aufgeräumten Werkstatt. Heute machen wir was ganz Besonderes, und zwar basteln wir uns heute eine Feuerwerkszünderanlage. MacGyver-Style. Zur Verfügung haben wir eine Stromquelle. Es soll ja eine elektrische Zündanlage werden. Das ist so eine Art Autobatterie. Dann haben wir einen Hammer, ein Brett, irgendein Abfallbrett. MacGyver konnte in den Notsituationen auch nicht in den Baumarkt. Dann haben wir vier Nägel. 1, 2, 3, 4. Eine Zange, 3 Elektrozünder, 1 Ohmmeter und, wie es sich gehört für MacGyver, ein Klebeband, ein schwarzer Filzstift und ein Schweizer Taschenmesser. Das brauchen wir zwar heute nicht, aber sieht gut aus. Ziel ist es, diese 3 Elektrozünder mit dieser Zündanlage elektrisch zu zünden. Als erstes nehmen wir den Hammer und schlagen diese 4 Nägel ins Brett. Das ist Nagel 0. 1. 2. 3. Jetzt nehmen wir die Zange und legen die Zünddrähte am unteren Ende frei. So, ihr seht jetzt, das Kupfer dieser Zünddrähte ist jetzt schön abisoliert und freigelegt. So, damit wir wissen, was wir wie, wann, wo zünden, nehmen wir hier unser Klebeband. Und beschriften das Ganze. Jetzt gehen wir hin und schließen den ersten Elektrozünder an. Dazu nehmen wir einen dieser 2 Enden, es ist egal welcher, und wickeln ihn dieses Ende um den Nagel 0. Und das andere Ende um den Nagel 1. Das wäre jetzt der erste Zünder. Jetzt nehmen wir Zünder Nummer 2. Auch hier gehen wir mit dem ersten Draht wieder um den Nagel 0 und dann mit dem zweiten um den Nagel Nummer 2. Und das gleiche mache ich mit der Nummer 3. Ich gehe wieder um den Nagel 0 und mit dem zweiten Anschluss an den Nagel Nummer 3. Ich habe also von jedem Elektrozünder einen Draht hier angeschlossen und dann einzeln beim Nagel 1, 2 und 3 jeweils den zweiten. So, und damit uns die Elektrozünder hier bei der Demo nicht wegfliegen, klebe ich die oben nochmal an. Ich lege die Zündköpfe frei, damit man es ein bisschen besser sieht.
Nun wollen wir überprüfen, ob unsere Anlage auch funktioniert, ob wir hier Durchgang haben. Dazu schalte ich mein Ohmmeter ein und prüfe, wie viel Widerstand ich habe zwischen dem Nagel 0 und dem einzelnen Zünder. Hier habe ich also etwa 1,3 Ohm. Das macht Sinn, weil so ein Zünder hat irgendwo um 1,2, 1,3 Ohm. Der Zündkreis ist also geschlossen, ich habe Kontakt. Jetzt brauchen wir nur noch zu zünden. Und zwar schließe ich jetzt die eine Klemme der Batterie hier bei Nagel 0 an. Die kann ich hier dann dran lassen. Mit der zweiten Klemme gehe ich an den Nagel 1 und dadurch wird dieser Zündkreis so geschlossen, dass der Strom durch den Elektrozünder fließt und daher dann ausgelöst wird. Ich lasse den Nagel 0, beim Nagel 0 lasse ich die Klemme dran, zünde dann Nagel 2 und anschließend Nagel 3. Das machen wir draußen. Nun sind wir also draußen. Ich schließe die erste Klemme bei Nagel 0 an. Bis jetzt passiert noch gar nichts. Wenn ich jetzt aber mit der zweiten Klemme den Nagel 1 berühre, fließt Strom durch den Elektrozünder Nummer 1 und wird dann den Elektrozünder auslösen. Position 2 und Feuer. Position 3 und Feuer. Du siehst also, unsere Zündanlage hat einwandfrei funktioniert. Es mag in der heutigen Zeit etwas eigenartig erscheinen, Feuerwerk mit so einem Nagelbrett zu zünden. Jetzt, wo wir doch diese modernen Hightech-Zündanlagen haben, die ihr Signal über Kilometer durch die Luft übertragen. Aber bevor du dir so eine moderne Zündanlage kaufst, bau dir deine eigene MacGyver-Zündanlage. Du lernst viel dabei. Du lernst, wie grundsätzlich so eine Zündanlage aufgebaut ist, wie man die Zündkreise bildet und wie man mit dem Ohmmeter die Zündkreise ausmisst und die Ergebnisse richtig interpretiert. Und wenn du deine Anlage gebaut hast, schreib mir unten in die Kommentare, wie viele Zündpositionen das deine Feuerwerk-Zündanlage hat und was für ein Feuerwerk, das du damit schießen wirst. Gut, Schuss! Und übrigens, wenn du nicht weißt, wer oder was MacGyver ist, da hast du echt was verpasst.